Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Wie man hört, bin ich immer noch erkältet, stark erkältet sogar. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch ein paar Infos sagen, ja. Was die nächsten Monate und auch die nächsten Tage betrifft, beziehungsweise die nächsten Wochen auch. Logischerweise. So, also als erstes, muss ich sagen, mein TS, ich habe alles versucht, der funktioniert immer noch nicht. Irgendein Virus hat meinen Rechner befallen, das heißt, ich werde mein System wirklich neu aufsetzen müssen. Ja, und damit das alles gut klappt und damit ihr jetzt nicht noch eine Woche ohne Let's Plays auf irgendein Projekt warten müsst, starte ich jetzt bald ein neues Projekt, was ich vorproduzieren werde, wo ich so, ja, mindestens 10 Folgen raushauen werde, um jetzt die ganzen Tage zu füllen, wo ich Programme installiere und was weiß ich. Das wird jetzt nicht mehrere Tage in Anspruch nehmen, aber es wird stressig für mich sein. Naja. Ja, und dazu muss ich sagen, ich hätte normal Alien Isolation, denke ich mal, weitergemacht, aber leider ist es so, ich habe schon alles probiert. Ich habe das Spiel sogar neu gestartet, komplett die Story, und bis zu dem Punkt gespielt. Es ist irgendein Bug. Also ihr habt ja gesehen, ich bin in Folge 3 nicht weitergekommen. Normal müsste die Tür aufgehen. Naja, aber es ist irgendein Bug. Keine Ahnung. Ja, ich habe alles, wie gesagt, versucht und es funktioniert einfach nicht. Das heißt, Alien Isolation wird es leider nicht mehr geben. Tut mir leid für die Leute, die sich das jetzt gewünscht haben, aber dafür kommt jetzt bald ein neues Projekt, was jetzt nicht unbedingt so spannend ist, aber welches sich mehr zum Labern und zum Erzählen. Ist beides das gleiche, aber zum Erzählen verwenden werde. Ja. So. Eine Sache hätte ich da noch, und zwar die nächsten 2 bis 3 Monate, die Games, die da kommen werden, und ja, Batman Arkham Knight wird auf jeden Fall gespielt. Ich werde versuchen, direkt am Release Day rauszuhauen. Ja, und einfach richtig schnell zu produzieren. Und ich habe dann auch noch in DayZ was richtig, richtig Gutes vor. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich eine dicke Session starten. Zwar die alte Truppe von ganz früher. Also vielleicht sind ja ein paar Abonnenten dabei, die mich noch von ganz früher kennen. Von meinen ersten Let's Plays auf dem alten Kanal. Und zwar der Roman, falls ihr den noch kennt. Der ist auch bei Worms dabei gewesen. Der Chris, der Roman und ich, ja, wir werden DayZ zocken, und ich habe mir was richtig, richtig Geiles ausgedacht. Es werden keine normalen Folgen werden, sondern was ganz Spezielles und Besonderes, was, glaube ich, vor mir noch keiner gemacht hat. Ich denke, ich werde, also wenn ich das so durchführen werden sollte, was sehr wahrscheinlich ist, falls das alles klappt, wird es richtig geil, also freut euch drauf. So, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, und ja, ich hoffe, wir sehen uns im kommenden Let's Play. Bis dahin und ciao.